Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Raven Legacy of a Master Thief. Wir stehen hier immer noch auf dem Kreuzfahrtschiff und Legrand hat jetzt mit der Befragung der einzelnen Passagiere begonnen. Ob das jetzt so dienlich ist, mal gucken. Wir schauen uns erstmal nochmal den Kaffee an. Kein schlechter Kaffee, aber eine Tasse ist genug. Der Hotspot ist zum Beispiel wieder weg. Also, ich sehe schon. Wir werden höchstwahrscheinlich dem blinden Passagier Essen zuschmuggeln müssen. Ja, ich glaube, das wird's wohl sein. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wofür wir das gebrauchen können. Lady Westmacott? Lady Westmacott, darf ich Sie kurz stören? Nur zu, Herr Zellner. Verhör. Wie läuft das Verhör? Wollen Sie mir unterstellen, ich würde lauschen? Der Inspektor setzt den sauberen Herrn Kreuzer ganz schön unter Druck. Er ist der Einzige, der mit im Zug war und der für gestern Abend kein Alibi hat. Vielleicht. Aber der? Ein Mörder? Ich kenne ihn und seinesgleichen. Er hätte nicht genug Rückgrat, um jemanden kaltblütig zu ermorden und dann so ruhig zu bleiben. Er würde ein Drama daraus machen, würde sich betrinken und sich dann laut wehklagend ins Meer stürzen. Vergessen Sie ihn. Legrand verschwendet seine Zeit. Herr Kreuzer passt nur zu schön in das Bild, das sich der Herr Inspektor vom Raben gemacht hat. Sportlich, kultiviert, geht bei den Schönen und Reichen ein und aus. Ich fresse seine Geige, wenn er der Rabe oder der Mörder ist. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Der war doch schon wegen der Brieftasche der Baronin, war der so nervös im Zoo. Als ob der jetzt bei einem Mord so ruhig bleiben würde. Naja, gehen wir mal aufs Hinterdeck. Lassen den guten Legrand sich mal mit dem Geiger beschäftigen. Ah, jetzt ist der Kapitän hier. Oh, die Miss Meyer ist es jetzt auch noch hier. Hat sich ja einiges getan. Ja, betrachte Kapitän Di Conti. Kapitän Di Conti wirkt müde und alt. Vermutlich fordert sein Lebenswandel immer stärker Tribut. Dann reden wir mal mit ihm. Ich glaube, ich habe schon alles aus ihm herausgekriegt. Im Moment wird er mir nicht mehr sagen können. Ich meine natürlich, wir reden nicht mit ihm, weil wir haben ja schon alle Informationen. Reden wir aber mal mit der Myers. Miss Myers scheint Gelegenheit gefunden zu haben, einmal nichts zu tun. Nur einmal? Hallo, Miss Myers. Hallo, Herr... Wachtmeister Zellner. Ja, erstmal ein bisschen Smalltalk. Halten Sie es eigentlich für angebracht, sich in dieser Situation zu sonnen? In welcher Situation? Gestern Nacht ist eine Frau ermordet worden. Falls jemals ein Mensch wieder lebendig geworden ist, weil ein anderer nicht in der Sonne gelegen hat, würde ich sofort zurück in meine Kabine gehen. Hm, na gut, hat sie tatsächlich sogar ein wenig recht. Ich meine, sie hat ja jetzt auch nichts mit der Frau zu tun gehabt, irgendwie. Ja, ich weiß, da gibt es bestimmt alles so Anstandsregeln, aber ich muss sagen, so jetzt auf tief betroffen machen, also so heuchlerisch, das fände ich, um ehrlich zu sein, schlimmer. Aber egal, ihre Eltern. Ihren Eltern tut es sicherlich leid, dass sie in dieser schweren Stunde nicht bei ihnen sein können. Das mag schon sein, aber ich bin kein kleines Kind mehr. Und wenn ich an meinen Verlobten denke, gibt mir das Kraft. Sie sind verlobt? Ja. Unmittelbar vor der Reise haben mein Freund und ich uns verlobt. Ich möchte damit meine Eltern überraschen. Besonders meinen Vater. Die Überraschung wird Ihnen bestimmt gelingen. Aber was tun Sie, wenn Ihr Vater der Verlobung nicht zustimmt? Was bleibt ihm anderes übrig? Wo er mich doch auf diesen Kahn mit lauter Dieben und Mördern verfrachtet hat. Reizend. Jetzt ist es am Ende der Geiger. Das wär's. Geschehnisse. Haben Sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches gehört oder beobachtet? Nein.
Mir ging es gestern Abend nicht sonderlich gut. Ich bin früh zu Bett gegangen. Heute Morgen geht es Ihnen offensichtlich wieder besser. Danke der Nachfrage. Genießen Sie die Sonne, Miss Myers, und lassen Sie sich von uns anderen nicht stören. Es wird Ihnen nicht gelingen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, Wachtmeister. Ja. Vielleicht ist der Rabe ja auch eine Frau, ne? Sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Weil so eine Frau kann das natürlich alles auch. Geh aufs Hinterdeck. Ne, da komme ich ja gerade her. Geh ins Schiff. Komme ich ebenfalls her. Gehen wir weiter wieder runter. Treppe hinauf. Ne, aufs Vorderdeck. Hatte ich doch gehofft, dass Matty sich mittlerweile hier irgendwie rumtreibt, damit wir den hier irgendwie ablenken können. Matt. Matt beschäftigt sich mit diesem seltsamen Spiel. Auf den ersten Blick sieht er wieder ganz normal aus. Ich glaube aber, dass er durchs ganze Schiff toben würde, hätte er die Sache im Zug wirklich vollständig verdaut. Ich sehe ja jetzt erst, wer ist... Miss Miller. Ah, die habe ich gar nicht erkannt mit dem Kopftuch. Mit dem Professor Lucien. Aha, aha, aha. Flirten die? Miss Miller und Professor Lucien unterhalten sich angeregt. Sie wirkt dabei sehr gelöst für ihre Verhältnisse. Oh, hat sie vielleicht wieder eine Haarnadel für uns? Guten Morgen, Miss Miller. Professor Lucien. Wachtmeister Zellner, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie seien gestern Abend ohnmächtig geworden. Nun ja, nicht direkt. Ich wurde vergiftet. Oh. Dieser Schuft. Ihr Gesicht ist irgendwie so voll komisch. Ihr guckt so richtig gruselig und hat die rote Augen. Sie ist vom Teufel besessen. Sie muss die Mörderin sein. Nein, Spaß. Der gestrige Abend. Wen meinen Sie mit dieser Schuft? Diesen blinden Passagier, diesen neuen Raben. Der Junge kann nicht der Mörder sein. Als der Schuss ertönte, war er schon in Gewahrsam von Konstable Oliver. Sie meinen... Wer immer die Baronin ermordet hat, befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich glaube, ich sollte mich verabschieden. Ich würde mich gern ein wenig ausruhen. Eine letzte Frage noch, Professor. Genau, der Tresorschlüssel. Der Tresor in Legrands Kabine kann nur mit drei Schlüsseln geöffnet werden, richtig? Das ist korrekt. Den ersten haben wir Monsieur Mokhtar vom Ägyptischen Museum per Luftfracht geschickt. Einen habe ich, den anderen der Inspektor. Aber ursprünglich sollte jemand anderes den dritten Schlüssel bekommen, oder? Sie sind gut informiert, Herr Wachtmeister. Baronin von Trebitz sollte ihn bekommen. Es gab dann aber Bedenken. Deswegen hat Inspektor Legrand ihn an sich genommen. War das seine Idee? Ja, so könnte man das sagen. Ich möchte jetzt in meine Kabine. Wir sehen uns später, Mary. Natürlich. Aha. Bis später. Die sind schon per Du. Reden wir doch mal ein bisschen mit der. Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Professor Lucien nicht so abrupt beenden. Ich weiß auch nicht, was er hat. Die Erkenntnis, dass sich immer noch ein Einbrecher auf dem Schiff befindet, scheint ihn erschrocken zu haben. Er war die ganze Zeit völlig entspannt. Und dann... Dann kommt der blöde Schweizer Wachmann und macht ihn nervös. Oh, das wollte ich damit nicht sagen. Schon gut. Er wird sich gewiss bald beruhigt haben und zurückkommen. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Wie geht's Matt eigentlich? Wie geht es Matt? Er sieht zufrieden aus. Er ist nach der Aufregung schon wieder ganz der Alte. Aber ich habe ihm nichts von dem Mord erzählt. Das wäre dann doch etwas zu viel für ihn. Ich glaube, ihn haut so leicht nichts um. Ich möchte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie im Zug getan haben. Ich hätte nicht gewusst. Alles gut. Das war doch selbstverständlich. Früher oder später wird er aber sowieso was von dem Mord erfahren. Ich meine, dieses Schiff ist... jetzt nicht gerade riesig. Irgendwer wird schon darüber reden.
Warum sollen wir sie jetzt fragen, ob sie Amerikanerin ist? Machen wir es mal. Sie sind Amerikanerin, richtig? Das ist richtig. Und Sie sind wegen des Jobs nach England gezogen? Ich habe schon früher in England gelebt. Im Zweiten Weltkrieg habe ich mich freiwillig als Krankenschwester gemeldet. Ich arbeitete in einer US-Basis nördlich von London in der Apotheke. In der Apotheke? Interessant. Nun ja, es war Krieg und jeder wurde da eingesetzt, wo er am besten helfen konnte. Erzählen Sie weiter, Miss Miller. Nach dem Krieg habe ich begonnen, in London Musik zu studieren. Dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir haben geheiratet und sind gemeinsam in die USA zurückgekehrt. Er war auch Amerikaner? Nein, Engländer. Aber es gab wohl Probleme mit seiner Familie und er wollte möglichst weit weg. Und Sie haben für ihn Ihr Studium abgebrochen? Nun ja. Ja. Was ich sagen wollte, irgendwie sind in den Medien ist irgendwie immer jede zweite Frau Krankenschwester. Das ist so richtig Klischee. Alleinerziehende Mutter. Es war bestimmt nicht leicht, das Leben als alleinerziehende Mutter. Es war sehr hart. Ich arbeitete von früh bis spät und trotzdem reichte es nur für das Nötigste. Und ich konnte Matthew nicht die Aufmerksamkeit geben, die er benötigte. Und dann trat Lady Westmacott in ihr Leben. Wie ein Engel aus dem Nichts. Sie muss mir die Stelle wohl aus Mitleid angeboten haben, denn ich hatte ja keine Erfahrung als Gesellschafterin. Sie machte mir dieses großartige Angebot. Ich konnte es kaum glauben. Und sie ist ganz vernarrt in Matt. Sie bietet ihm eine gute Ausbildung und nun hat er alle Chancen im Leben. Eine fast unglaubliche Geschichte. Ich fürchte immer noch, dass es ein Traum ist, aus dem ich eines Tages aufwache. Lady Westmacott, genau. Wie ist es so, für eine weltberühmte Persönlichkeit zu arbeiten? Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich und die Lady vergütet sie auch noch sehr großzügig. Sie haben viel Glück gehabt, dass die Lady Ihnen die Stelle angeboten hat. Ich hoffe nur, dass sie es sich nicht irgendwann anders überlegt. Ich bemühe mich so, die Erwartungen der Lady zu erfüllen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es nicht schaffen zu können. Lady Westmacott könnte sich keine bessere Gesellschafterin wünschen. Ich spare so viel Geld, wie ich kann. Ich würde alles tun, damit Matt sein neues Leben nicht aufgeben muss. Da war auf einmal irgendwas nicht synchronisiert. Aber hier, was ich mich frage so ein bisschen, was genau macht denn jetzt eigentlich eine Gesellschafterin? Ist sie nur dazu da, um Gesellschaft zu leisten oder... Ist das so eine Art Hausdame oder sowas ähnlich? Oder das ist weibliche Pendant zu einem Butler? So, das habe ich nicht so ganz verstanden. Eigentlich möchte ich darauf gar nicht eingehen, aber naja, immer alles fragen. Mord an Inspektor Partout. Lady Westmacott machte im Zug eine Andeutung, sie hätte ihre Romanfigur Inspektor Partout ermordet. Was meinte sie damit? Oh, sie meinte bestimmt das Manuskript. Manuskript? Sie hat es immer bei sich. Es ist ein unveröffentlichter Partout-Roman. Ich habe sie einmal gefragt, warum sie ihn nicht veröffentlicht hat. Sie sagte, sie hätte in ihrem Testament verfügt, dass er erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden solle. Und in diesem Roman wird Partout ermordet? Vielleicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Niemand hat das. Am besten fragen Sie sie selbst. Okay, zum Butler können wir die, glaube ich, befragen. Da sie ja in der US-Basis als Krankenschwester gearbeitet hat, kennt sie sich ja höchstwahrscheinlich mit Kriegswunden und so aus. Machen wir das doch mal. Der Butler der Baronin hat ausgesagt, ebenfalls auf dem Vorderdeck gewesen zu sein. Oh, oder das? Ja, er stand auf der anderen Seite des Decks und rauchte eine Zigarre. War er die ganze Zeit auf dem Vorderdeck? Ich bin mir nicht sicher. Er war da und später war er mit auf dem Nebendeck. Ja, er hat sich um sie gekümmert, als sie ohnmächtig dalagen. Er hat ihren Kragen aufgeknöpft und ihren Kopf gehalten, während der Doktor sie untersuchte. Aber Sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er mit oder nach Ihnen und Professor Lucien vom Vorderdeck gekommen ist. Also, nein. Aber woher sollte er denn sonst gekommen sein? Das Lustige ist, wir haben sie noch gar nicht gefragt, wo sie da war. Naja. Professor Lucien. Sie und Professor Lucien schienen sich angeregt zu unterhalten. Oh ja.
Er ist Experte für altägyptische Kunst und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hieroglyphenforschung. Er ist Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum, wissen Sie? Und im Ägyptischen Museum in Kairo soll er eine Ausstellung eröffnen. Richtig, in der das Auge gezeigt werden soll. Ursprünglich sollten beide Edelsteine erstmalig seit Jahrzehnten wieder öffentlich gezeigt werden. Daraus wird ja nun leider nichts mehr. Ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen. Wir bemühen uns, dass zumindest eines der Augen gezeigt werden kann. Gewiss. Ich werde Lady Westmacott fragen, ob wir nicht an der Ausstellungseröffnung teilnehmen wollen. Ich finde das sehr spannend. Und Professor Lucien wird Ihnen sicherlich eine Privatführung geben. jetzt zum gestrigen Abend. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Es war ganz schrecklich. Ich hatte mich nett mit Edgar, Professor Lucien, hier auf dem Vorderdeck unterhalten. Dann wollte ich nach der Lady sehen und bin übers Nebendeck nach vorne gegangen. Als ich an der Kabine der Baronin vorbeikam, habe ich einen gedämpften Schrei gehört. Sie hörten einen Schrei? Ja, ich dachte, vielleicht sei die Baronin gestürzt. Ich ging zur Tür und lauschte, ob noch etwas zu hören sei. Da nichts zu hören war, klopfte ich an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bekam keine Antwort. Interessant. Und dann? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war verriegelt. Ich hatte den Butler der Baronin, Mr. Inch, auf dem Vorderdeck gesehen. Ich dachte mir, dass er vielleicht einen Schlüssel hätte und ging zurück. Auf dem Weg dahin kam mir erst der Bobby entgegen und dann Edgar, der nach dem Tresor sehen wollte. Ich erklärte ihm die Situation, dann ging der Alarm los. Aha. Wann genau war jetzt der Schrei? Weil höchstwahrscheinlich ist sie vielleicht da, zu dem Zeitpunkt ermordet worden. Und hinterher hat man dann nur den Schuss abgegeben. Von einer ganz anderen Position. Heißt, es sind eigentlich fast wieder alle verdächtig. Der Schrei. Wie hat der Schrei geklungen? Es war ein kurzer Aufschrei. Sehr ängstlich, als hätte sich jemand erschrocken. War es eine Frauenstimme? Ja, die Stimme war hoch. Es könnte also ein Aufschrei der Baronin gewesen sein. Zum Beispiel, weil sie jemanden in ihrer Kabine entdeckt hat. Ich denke schon. Dieser jemand könnte sie dann mit einer Waffe bedroht haben, damit sie nicht um Hilfe schreit. Oh Gott. Er wartete, bis die Luft rein war? Ach, bitte hören Sie auf, Herr Zellner. Ja, das macht Sinn. Was hat sie eigentlich so von Legrands Ermittlungen schon mitbekommen? Haben Sie Inspektor Legrand die Vorgänge geschildert? Ja, gestern Abend. Er war sehr interessiert und hat sich einige Notizen gemacht. Aber ich wollte dann noch Lady Westmacott sehen und er hat mich recht bald gehen lassen. Er meinte, er würde meine detaillierte Aussage heute aufnehmen. Verstehe. Glauben Sie, der Mann aus dem Zug hat auch die Baronin auf dem Gewissen, Wachtmeister Zellner? Ich weiß es noch nicht. Es ist schrecklich. Explosionen, Diebe, Mörder. Das ist nicht die richtige Umgebung für eine Lady und einen kleinen Jungen. Das ist wohl durchaus wahr, aber ich glaube, sowohl die Lady als auch der kleine Junge können gut auf sie aufpassen. Betäubungsmittel. Wenn Sie in einer Apotheke gearbeitet haben, kennen Sie sich doch bestimmt mit Medikamenten und Giften aus, oder? Jeder Stoff ist potenziell ein Gift. Auf die Dosierung kommt es an. Sagt Ihnen Chloralhydrat etwas? Das ist ein Beruhigungsmittel, nicht wahr? Das frage ich Sie. Lady Westmacott hat mich auch immer solche Sachen gefragt für ihren letzten Roman. Aber da ich nie vorhatte, jemanden umzubringen, habe ich mich mit Strychnin und Arsen und all diesen Dingen nicht beschäftigt. Ich könnte Ihnen etwas gegen Kopfweh, Halsschmerzen oder Ausschlag empfehlen. Sehr freundlich, aber dafür besteht kein Anlass. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor? Das mit dem Schrei war recht aufschlussreich. Alles andere war jetzt so semi-interessant, was die Frau zu sagen hatte. Reden wir doch mal mit Matt. Hallo, kleiner Partner. Hi. Alles klar bei dir? Mhm. Wie geht's dir so? Hast du dich ein bisschen von unserem Abenteuer erholt? Mhm. Du, Herr Zellner? Hm? Was ist hier los? Was meinst du? Alle verhalten sich so komisch. Und da hinten klebt ein Klebeband an einer Tür. Das habe ich mal im Krimi gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Hat es etwas mit dem Mann aus dem Zug zu tun? Es könnte etwas mit dem Dieb zu tun haben, ja. Hast du ihn noch immer nicht gefangen? Ich arbeite daran. Okay. Wie geht's deiner Mom? Ich habe gehört, du und deine Mom hatten früher viel Streit. Früher mal. Da war alles blöd. Das Haus, die Schule, die anderen Kinder.
Wir hatten nicht viel Geld und ich war immer alleine. Aber du weißt schon, dass deine Mutter gerne bei dir gewesen wäre. Sie musste arbeiten, um das Geld zu verdienen. Das hätte sie ja nicht tun müssen, wenn Dad noch da gewesen wäre. Und wie kommst du jetzt mit ihr aus? Ich freue mich immer, wenn wir in den Ferien Sachen zusammen machen. Sie hat jetzt auch mehr Zeit für mich. Und im Internat mag ich es auch. Ich habe viele Freunde da. Und die Lehrer sind gar nicht so übel. Das ist doch gut. Die Frau lacht sich da hinten übrigens immer noch einen weg. Voll geil, hat irgendwie keine Animation gemacht für sie, wenn sie alleine da steht. Professor Lucien. Deine Mutter und Professor Lucien scheinen sich gut zu verstehen. Magst du ihn nicht? Weiß nicht. Er scheint doch ganz nett zu sein. Ja, vielleicht. Lady Westmacott. Lady Westmacott sitzt ganz allein im Salon. Vielleicht besuchst du sie nachher mal. Das mache ich. Die Lady kann spannende Geschichten erzählen. Das weiß ich. Sie ist meine Lieblingsschriftstellerin. Sie hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht so viel Spaß macht, diese Krimi-Bücher zu schreiben. Sie würde lieber mal etwas anderes schreiben. Aber ihre Fans wollen immer nur die Krimis lesen. Die haben sie reich und berühmt gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie sollte einfach schreiben, wozu sie Lust hat. Wenn es gut ist, kauft es schon jemand. Und wenn nicht, dann hätte sie zumindest Spaß beim Schreiben gehabt. Da hat sie gelächelt und genickt. Sie meinte, das wäre eine gute Idee. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel viele Autoren dann noch irgendwelche Pseudonyme haben oder so, unter die schreiben. Weil es ja wirklich immer so ist, so, wenn man so ein Genre oder sowas von einem Autor oder auch von einem Musiker oder so gewohnt ist, da wollen ja die Fans irgendwie das immer nur das dann auch haben. Und Veränderungen finden ja die meisten Menschen eh nie so geil. Und das ist dann schon manchmal, glaube ich, echt anstrengend dann für die Leute, so immer dasselbe machen zu müssen, obwohl man vielleicht dann auch mal Lust auf was anderes hätte. Wie gesagt, Autoren behelfen sich da ja häufig mit so Pseudonymen, unter die dann schreiben. Oder bei Musikern dann halt einfach so, ja, mit einer neuen Band oder so, mit einem anderen Projekt. Gibt's ja auch. Mir fallen jetzt nicht so konkrete Beispiele ein, die jetzt hier irgendwem was sagen würden, aber naja, darum geht's ja auch gar nicht. Erzähl doch mal über das Spiel, was du spielst. Was spielst du denn da? Ich spiele Shuffleboard. Versuche ich zumindest. Habe ich noch nie gespielt. Ist ganz einfach. Professor Lucien hat es mir erklärt. Und wer hat gewonnen? Wir haben nicht gespielt. Du wolltest nicht mit ihm spielen, was? Wollen wir beide eine Runde spielen? Klar! Minispiel, die Regeln. Ich glaube, du musst mir erstmal die Regeln erklären. Also gut. Du spielst mit den blauen Pucks, ich mit den roten. Du musst die Pucks mit diesem Stock da hinten ins Feld schubsen und möglichst viele Punkte machen. Klingt einfach. Wie viele Pucks habe ich? 6 Stück. Aber jetzt kommt's. Erst bist du dran, dann ich und so weiter. Und jeder darf die Pucks vom anderen auch aus dem Feld schießen. Oh Gott. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf anfangen. Lass uns anfangen. Oh ja. Um was spielen wir? Ich dachte, wir spielen einfach nur so. Wie langweilig. Wir müssen um was wetten. Sonst macht's keinen Spaß. Ihr Engländer. Also ich wette meine brandneue Zwille. Und du? Ich möchte nicht wetten. Sagen wir ein Eis in Kairo? Okay, wenn ich gewinne, bekomme ich die Zwille. Wenn ich verliere, bekomme ich ein Eis in Kairo. Oi, versuch nie, einen Matt Miller über den Tisch zu ziehen. Also was ist nun? Eis gegen Zwille? Na gut, los geht's. Aber der Versuch war nicht schlecht. Ja, und wie mache ich das jetzt von der Steuerung her auch? Was? Ach so, Oh Gott. Wird ja nie was. Danke. Oh, shit. Ich kann sowas überhaupt nicht.
Ja, genau. Das zählt nicht, wenn das auf der Linie ist, ne? Ey! So, hier aber auch die 17. Ja, genau. Warum zählt das bei mir nicht? Jetzt habe ich nur noch 6 Punkte, oder was? So, jetzt aber hier. 17, 27. Ach, scheiße, der hat ja noch einen da drin. Ich glaube, ich habe total verloren. Ja, 18, scheiße, ey. Kann ich nochmal? Mist. Gewonnen. Das macht ein Eis für mich. Du hast schon geübt. Ja, noch einmal. Dieses Mal gewinne ich. Das glaube ich kaum. Ja, ich auch nicht. So, diesmal. Nein! Oh Gott. Hä, hey, das ist irgendwie voll kompliziert, finde ich. So, warte. Ja, das ist doch gut. Nein, 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 nein. Lass den schön da draußen. Nein, drüber. Mist. Ach, natürlich hat er jetzt 26, ey. Na, 5 ist auch nicht so schlecht. Aber habe ich trotzdem ein weniger. Liebsten würde ich die jetzt einfach versuchen, alle rauszuhauen von ihm. Nein! Gott, was kann ich eigentlich? Auf jeden Fall nicht dieses Spiel. Oh, was mache ich denn? Krieg ja nichts gepfeffert hier. Schon wieder? Wieder gewonnen. Das macht noch. Ja, hier noch einmal. Danach, entweder wird das auch diese Folge was oder halt nicht. Nach, verdammt. Das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Ey, der macht hier aber auch immer perfekt da rein, ne? Oh. Ja, ein Punkt, wow, ein Trostpunkt. Ey, wie macht der das? Der hat die immer total... Das zählt eigentlich... Also das weiß ich. Dass das eigentlich nicht zählt, wenn das auf der Linie ist. Der muss eigentlich drinne sein. Der ist da hinten eigentlich auch schon wieder über den Rand. Das zählt eigentlich auch wieder nicht. So, jetzt wäre ich hier pingelig. Oh, was... Meine haben auch nie genug Schwung hier, ey. Jetzt aber einmal hier volle Kanne. Ja, wohl nicht wahr sein. Ja, hier nochmal alles oder nix, ey. Ey. Okay, ich mach noch einmal. Ich hasse so Minispiel in Adventure, ne? Ich brauche nur höchstwahrscheinlich die Zwille. Der Junge kriegt so viele Eiskugeln von mir, ey. Mann! Kann doch wohl nicht wahr sein. Natürlich, bei mir ist das nur eins. Dankeschön. jetzt bloß... Nein, oh Gott. Ich kann schon wieder vergessen. Der haut die halt immer perfekt dahin. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, meiner geht... Das mit dem Schwung ist aber auch vollkommen willkürlich, oder? Dann ist er wieder mehr, ey. Der war gut.
Ey, der war auch nicht schlecht. Ja, ein paar kriege ich mal gut hin. Noch habe ich mehr, aber das ändert sich gleich. Na, obwohl, 8 ist auch nicht schlecht. 39, wenn er jetzt halt noch eine 10 kriegt. Habe ich gewonnen? Na also. Ah, endlich. Die Sportskanone hat wieder zugeschlagen. Noch einmal. Nein, mir reicht's für heute. Das ist schön. Selber 10.000 Mal Revanche fordern. Bist du dir sicher? Spielschulden sind Ehrenschulden. Ich gebe sie dir zurück, sobald ich sie nicht mehr brauche, okay? Okay, aber pass auf, dass Mom dich damit nicht erwischt. Sie hält sowas für gefährlich. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir da nächste Folge mit anrichten können. Auf jeden Fall sage ich erstmal laden wir die direkt. Das können wir ja schon mal machen. Kombiniere Steinchen mit der Zwille. Steinchen sind die optimale Munition für die Zwille. Jetzt brauche ich nur noch ein geeignetes Ziel. Ja, die Wasserflasche hier höchstwahrscheinlich. Ich guck nur mal, ob das schon mal geht. Ja, das geht. Wunderherrlich. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play The Raven Remastered. Und bis dahin, macht's gut.